Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir kommen jetzt zu Kapitel 9, die Kunst des Schließens. Da geht es um die Logik. Der erste Abschnitt, der heißt Der größte Logiker vor Kurt Gödel. Da geht es um Aristoteles. Im Frühsommer des Jahres 1934 schrieb das Haupt des Wiener Kreises, der Philosophieprofessor Moritz Schlick, an den Psychiatrieprofessor Pötzl. Schlick bat den Arzt, ihm seinen, ich zitiere, Fakultätskollegen, Privatdozent Dr. Kurt Gödel, des besonders geneigten Wohlwollens empfehlen zu dürfen. Kurt Gödel, damals noch keine 30 Jahre alt, hatte nach seiner Rückkehr von einem Gastaufenthalt am Institute for Advanced Study in Princeton mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen. Schlick schrieb an den Psychiater, für Gödels geistige Fähigkeiten sei kein Lob zu hoch. Er sei schlechthin ein Genie. Ich zitiere, er ist ein Mathematiker allerersten Ranges und seine Arbeiten sind allgemein als epochemachend anerkannt. Einstein hat ihn im Ernst als den größten Logiker seit Aristoteles bezeichnet. Und in der Tat ist es fraglos, dass Gödel in den Grundlagenfragen trotz seiner Jugend als die führende Autorität angesehen wird. In der Tat, fraglos, im Ernst. Aber inzwischen sind viele der Ansicht, dass man Schlicks Aussage eher umkehren sollte, und Aristoteles als den größten Logiker vor Gödel ansehen könnte. Jedenfalls hat Aristoteles das Gebiet der Logik viele Jahrhunderte lang dominiert. Immanuel Kant, selbst Professor für Logik und Metaphysik, konnte über die, wie er es nannte, Unerschütterlichkeit der Logik schreiben. Ich zitiere, dass die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her gegangen ist, lässt sich daraus ersehen, dass sie seit dem Aristoteles keinen Schritt rückwärts hat tun dürfen. Merkwürdig noch an ihr ist, dass sie auch bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat tun können und also allem Ansehen nach abgeschlossen und vollendet zu sein scheint. Und an anderer Stelle schreibt Kant, übrigens hat die Logik von Aristoteles Zeiten her an Inhalt nicht viel gewonnen und das kann sie ihrer Natur nach auch gar nicht. Keinen Schritt vorwärts oder zurück. Also Kant hat das anerkennend gemeint. Bertrand Russell hat denselben Sachverhalt weitaus abschätziger ausgedrückt. Eine Sackgasse gefolgt von 2000 Jahren des Stillstands, so meinte Russell ungnädig in seiner Philosophie des Abendlands. Als er dieses Buch schrieb, befand er sich gerade auf einem Kreuzzug gegen die Kirche. Und da das christliche Mittelalter die Schriften des Aristoteles für sakrosankt gehalten hatte, jeden Zweifel daran als ketzerisch brandmarkte, war Russell nicht gut, auf Aristoteles zu sprechen. Aber letztlich war Aristoteles für seinen guten Ruf in kirchlichen Kreisen wohl nicht zur Verantwortung zu ziehen. In seiner Metaphysik stellte Aristoteles die drei Grundgesetze der Logik auf. Diese sind erstens das Gesetz der Identität. A ist A. Zweitens das Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Es können unmöglich A und nicht A beide wahr sein. Und drittens das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten. Entweder A oder nicht A sind wahr, ein drittes gibt es nicht. Also man sieht, auf den Inhalt der Aussage A kommt es überhaupt nicht an. Wir würden heute vielmehr sagen, diese Gesetze regeln den Gebrauch von wahr und falsch. Das logische Meisterstück
des Aristoteles war seine Analytica Protera oder Analytica Viora, die Lehre vom logischen Schließen. Das hieß bei Aristoteles die Lehre vom Syllogismus. Syllogismus ist ein logisch zwingender Schluss, der aus zwei Aussagen, den Prämissen, eine dritte Aussage, die Konklusion, herleitet. Bei den Aussagen handelt es sich um bejahende oder verneinende, um allgemeine oder partikuläre Urteile über Prädikaten, also über Eigenschaften. Beispiele von Prädikaten sind etwa Mensch sein oder Primzahl sein oder schwarz sein oder so. Also somit gibt es vier Typen von solchen Aussagen. Der Typ A, das sind die allgemein Bejahenden. Alle A sind B. Also zum Beispiel alle Menschen sind glücklich. I, das sind die partikulär Bejahenden. Einige A sind B. Also mindestens ein A ist B. O, damit wird bezeichnet die allgemein verneinenden Urteile. Kein A ist B. Und E, das sind die partikulär verneinenden. Also mindestens ein A ist nicht B. Diese Buchstaben A, I, O und E, die haben sich im Hochmittelalter eingebürgert. Erst viel später hat man dann diese Eigenschaften als die dazugehörigen Mengen aller Dinge oder Elemente mit diesen Eigenschaften bezeichnet. Das dann bedeutet A zum Beispiel die Inklusion. Die Menge A ist enthalten in der Menge B. Oder I heißt, die Menge A ist nicht enthalten in B quer, wobei B quer das Komplement von B ist und so weiter. Diese Aussagen können nun in verschiedenen Anordnungen vorkommen. Immer zuerst die zwei Prämissen und dann die Konklusion. Also zum Beispiel A, A und dann A. Oder E, A und dann E. Oder A, I und dann I. Oder E, I und dann O. Wobei die Scholastiker Merkworte mit den entsprechenden Vokabeln verwendet haben. Also A, 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 das ist Barbara. E, A, E, das ist Celarent und so weiter. Also einige Beispiele in altertümlicher Sprache. Wenn Lebewesen zu sein jeden Menschen zukommt und Mensch zu sein jeden Griechen zukommt, dann kommt Lebewesen zu sein jeden Griechen zu. Das ist Barbara. Wenn Stein zu sein keinem Menschen zukommt und Mensch zu sein jeden Griechen zukommt, dann kommt Stein zu sein keinem Griechen zu. Celarent. Wenn Grieche zu sein jedem Athener zukommt und einige Logiker Athener sind, dann sind einige Logiker Griechen. Das ist Darii, H-I-I. Und wenn kein Grieche Ägypter ist und einige Logiker Griechen sind, dann sind einige Logiker keine Ägypter. Das ist Phereo. Nun stellte sich heraus, dass es 15 solcher sogenannten Schlussfiguren gibt, die logisch zulässig sind. In der traditionellen Darstellung sind es übrigens einige mehr, weil hier der Sprachgebrauch von dem der Mathematik etwas abweicht. Die Aussage, alle A sind B, die impliziert bei Aristoteles, dass es tatsächlich Dinge gibt, denen die Eigenschaft A zukommt. Während im mathematischen Jargon zugelassen wird, dass nichts die Eigenschaft A besitzt. Oder gleichbedeutend, dass die Menge A leer ist. Also wenn man diesen Sprachgebrauch akzeptiert, so ist die Aussage, alle Drachen sind rosa, richtig. Während doch Aristoteles und vermutlich auch die meisten unserer Zeitgenossen die Aussage als falsch bewerten würden, weil es ja keine Drachen gibt. Aber das wird ja nicht behauptet. Aber ob es jetzt 15 Schlussfiguren gibt oder mehr, das ist letztlich egal. Wenn man nämlich bedenkt, dass A enthalten im Komplement von B dasselbe bedeutet wie B enthalten im Komplement von A, dass das Komplement vom Komplement von A
gleich A ist, dann lassen sich tatsächlich alle Syllogismen auf Barbara und Dari zurückführen. Also das ist nicht viel für eine Logik. In der Logik des Aristoteles werden nicht einmal die Junktoren untersucht. Also und oder. Mit den Syllogismen allein käme man in der Mathematik nicht weit. Obwohl es geradezu ein Sport sein kann, komplizierte Konstrukte aus Syllogismen zu basteln. Hier ein recht bekanntes Beispiel. Nehmen wir an, dass die folgenden 10 Sätze richtig sind. Erstens, die einzigen Tiere in diesem Haus sind Katzen. Zweitens, jedes Tier, das gern in den Mond guckt, ist als Schoßtier geeignet. Drittens, wenn ich ein Tier verabscheue, gehe ich ihm aus dem Weg. Viertens, nur solche Tiere sind Fleischfresser, die nachts umherschweifen. Fünftens, jede Katze tötet Mäuse. Sechstens, nur die Tiere in diesem Haus mögen mich leiden. Siebtens, Kängurus sind nicht als Schoßtiere geeignet. Achtens, nur Fleischfresser töten Mäuse. Neuntens, ich verabscheue Tiere, die mich nicht leiden mögen. Und zehntens, Tiere, die nachts umherschweifen, gucken gerne in den Mond. Daraus folgt dann streng logisch, ich gehe Kängurus aus dem Weg. Übrigens, der Oxforder Logikdozent, der diese Syllogismenkette bastelte, der verwendete als Schriftsteller den Namen Lewis Carroll und verfasste das Buch Alice im Wunderland.